Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gehe ich auf die verschiedenen Typen von RCDs ein, nämlich den Typen A, Typ AEV, Typ F, Typ B und Typ B+. Das Video richtet sich wieder an Auszubildende in Elektronikerberufen und kann daher das Thema nicht vollständig abwickeln. Zur grundsätzlichen Arbeitsweise von RCDs. Bei RCDs ist es so, dass Sie die Ströme, die über die RCD in die Anlage fließen, mit den Strömen vergleichen, die über die RCD zurückfließen aus der Anlage. Sofern die Ströme gleich groß sind, werden die magnetischen Felder, die in diesem Summenstromwandler entstehen, sich gegenseitig aufheben, sodass in dieser Spule keine Spannung induziert wird, es daher zu keinem Strom in diesem Erfassungsgerät kommt und die RCD die Anlage somit nicht abschaltet. Sofern aber ein magnetisches Ungleichgewicht entsteht, wird in diesem Summenstromwandler ein magnetisches Feld existieren, das in dieser Spule eine Spannung induziert, woraufhin diese Stromerfassung die RCD die Anlage vollständig abschalten lässt. Ich möchte hier noch auf ein weiteres Video hinweisen, in dem ich die Funktionsweise der RCD näher erkläre. Es ist also so, dass RCDs die Ströme aufgrund der magnetischen Felder, die von den Strömen erzeugt werden, vergleichen. Dabei spielen natürlich auch die magnetischen Eigenschaften der hier verwendeten Materialien, zum Beispiel im Summenstromwandler, eine erhebliche Rolle. Sind die Ströme I1, I2, I3 und In zum Beispiel rein sinusförmig, so verhalten sich die magnetischen Verhältnisse in diesem Summenstromwandler völlig anders, als wenn große Gleichstromanteile in diesen Strömen gegeben sind oder aber wenn hochfrequente Oberschwingungen auf diesen Strömen existieren. Es ist daher so, dass der verwendete RCD-Typ ganz genau auf diesen Stromverlauf in den einzelnen Außenleitern und dem Neutralleiter abgestimmt sein muss. Ist das nicht der Fall, so kann es in den Anlagen, obwohl sie fehlerfrei sind, zu Fehlauslösungen kommen. Oder aber, wenn ein Fehlerfall vorliegt, gibt es keine Auslösung. Ich gehe hier kurz auf mögliche Stromverläufe ein. Der einfachste Fall ist ein ohmscher Verbraucher, zum Beispiel eine klassische Glühlampe, an die eine sinusförmige Wechselspannung angelegt wird. Und daraufhin fließt ein sinusförmiger Strom durch diesen ohmschen Verbraucher. Das ist ein sehr häufig vorkommender Fall. Wesentlich komplizierter werden allerdings die Stromverläufe in Verbrauchern, die sogenannte nichtlineare Bauelemente, wie zum Beispiel Schalttransistoren, enthalten. Solche nichtlinearen Bauelemente kommen in Schaltnetzteilen für Computern vor, aber auch in Frequenzumrichtern, die die Frequenz des Netzes verändern, sodass Motoren mit verschiedenen Drehzahlen laufen können. Ein typischer Fall sind auch Ladegeräte für Akkus. Dabei treten häufig sogenannte Gleichstromanteile auf. Bei Elektrogeräten, die solche nichtlinearen Bauelemente enthalten, und das sind heute sehr viele Elektrogeräte, ist es also so, dass sich trotz des Anlegens einer sinusförmigen Wechselspannung ein Strom zum Gerät einstellt, der nicht mehr sinusförmig ist, sondern sogenannte Oberschwingung oder auch Gleichstromanteile enthält. Das Ganze ist in diesem Bild angedeutet. Es existiert zum Verbraucher hin tatsächlich nur dieser eine Strom, hier rot angedeutet, der in den Verbraucher fließt. Man kann sich aber nun vorstellen, dass dieser Strom sich zusammensetzt aus vielen verschiedenen Strömen verschiedener Frequenzen. Der Gesamtstrom ergibt sich dabei mathematisch gesehen aus der Addition dieser vielen verschiedenen sinusförmigen Ströme. Tatsächlich handelt es sich dabei aber nur um eine Modellvorstellung. Das sollte man nicht vergessen, denn es fließt tatsächlich nur dieser eine Strom in den Verbraucher. Auch hier möchte ich noch auf ein entsprechendes älteres Video von mir hinweisen, in dem ich diese Zusammenhänge näher erkläre. Es ist also nun so, dass die verschiedenen RCD-Typen genau auf diese Kurvenverläufe der Ströme abgestimmt sein müssen, damit sie sich im Fehlerfall richtig verhalten. Der bekannteste Typ ist der Typ A für Haushaltsanwendung. Das ist auch der am häufigsten eingesetzte Typ. Wir sehen hier ein Modell von Hager, das hier mit Typ A beschriftet ist und auf dem auch ein Funktionsschaltbild abgebildet ist.
Diese RCD ist für sinusförmige Wechselströme geeignet, aber auch für solche Ströme, bei denen die Sinuskurve Pulse aufweist, also harte Abschaltungen, wie sie zum Beispiel in Computerschaltnetzteilen vorkommen. Der Gesamtstrom, der über diese RCD fließt, darf auch kleine Gleichstromanteile, nämlich bis 6 mA, enthalten. Werden die Gleichstromanteile allerdings größer als 6 mA, so funktioniert der Typ A nicht mehr ordnungsgemäß. Stand 14.05.21 kostet laut Homepage von Hager dieser Typ 101,70 €. Der Typ F stellt eine Erweiterung des Typs A dar und kann einphasige Frequenzumrichter bewältigen. Diese werden häufig in Haushaltsgeräten wie zum Beispiel Waschmaschinen verwendet, um dort die Drehzahl einzustellen. Dabei steht die Typenbezeichnung F tatsächlich für Frequenzumrichter. Es muss aber bedacht werden, dass hierbei tatsächlich nur einphasige Frequenzumrichter erfasst werden, obwohl die RCD drei Außenleiter bewältigen kann und natürlich den Neutralleiter, ist es hier nicht erlaubt, eine Drehstrommaschine anzuschließen. Es dürfen aber auf jedem einzelnen Außenleiter jeweils einzelne Haushaltsgeräte mit einphasigen Frequenzumrichtern betrieben werden. Dieses Modell kostet am 14.05.21 immerhin schon 270,30 Euro. Das ist mehr als eine Verdopplung gegenüber dem klassischen Typ A. Ein weiterer sehr wichtiger Typ, dessen Bedeutung in Zukunft sicherlich eher noch zunehmen wird, ist der Typ AEV. Dieser ist speziell für die Anwendung in der Elektromobilität entwickelt worden. Das heißt, man kann hinter dieser RCD Ladegeräte für Elektrofahrzeuge betreiben. Ich werde gegen Ende dieses Videos noch etwas näher auf die sogenannten Wallboxen eingehen und die dabei zu verwendenden RCDs. Der Typ AEV zeichnet sich dadurch aus, dass die grundsätzlich als sinusförmig anzunehmenden Ströme einen hohen Gleichanteil enthalten können. Daher ist in diesem Diagramm die Sinuskurve gegenüber der Nulllinie deutlich nach oben verschoben, um anzudeuten, dass eben solche Gleichströme mit dieser RCD auch bewältigt werden können. Der hier aufgeführte Typ von Döpke DFS 4404003AEV kostete am 14.05.21 285,12 €. Das ist vergleichsweise günstig zu dem anschließend zu besprechenden Typ B. Am weitesten vorangetrieben wurde die Technik bei den sogenannten Typen B und B+, sogenannte allstromsensitive RCDs, wie sie für Industrieanwendungen geeignet sind. Auch hier auf dem Schaltbild dieses Types von Hager kann man schon erkennen, dass sehr viele verschiedene Stromarten von dieser RCD bewältigt werden können. Man sieht aber an dem angedeuteten Schaltbild auch schon, dass das Gerät sehr komplex aufgebaut ist. Das Ganze schlägt sich auch erheblich im Preis nieder, der hier immerhin schon 744,70 Euro beträgt. Diese Typen können allerdings auch hohe Gleichstromanteile bewältigen und werden mit vielen verschiedenen Oberschwingungen in den Strömen fertig. Daher werden sie auch vor dreiphasigen Frequenzumrichtern für Drehstrommotoren eingesetzt. Abschließend zeige ich noch ein Szenario mit mehreren verschiedenen RCDs und werde gegen Ende des Videos noch etwas spezieller auf den Fall der Wallbox eingehen. Wir sehen in diesem Gebäude eine Wohnung mit klassischen Haushaltsgeräten. Dort wird in der Regel eine RCD Typ A eingesetzt. Es kann aber auch hier schon dazu kommen, dass eine RCD vom Typ F eingesetzt werden muss, nämlich dann, wenn viele Haushaltsgeräte mit einphasigen Frequenzumrichtern betrieben werden. In der unteren Etage befindet sich hier eine Werkstatt mit einem Drehstrommotor, der von einem Frequenzumrichter angesteuert wird und in der sich viele Schaltnetzteile befinden. In solchen Anlagen kommt es zu Strömen mit hochfrequenten Anteilen und mit Verschiebung im Gleichstromanteil, sodass ich also hier gezwungen bin, eine RCD vom Typ B oder B+ einzusetzen. Des Weiteren ist hier eine sogenannte Wallbox installiert. Wallboxen sind Anschlusspunkte
für Elektroautos. Der Ladevorgang in Elektroautos setzt grundsätzlich voraus, dass die von außen gelieferte sinusförmige Wechselspannung im Fahrzeug gleichgerichtet wird, um im Fahrzeug den Akku zu laden. Dabei treten auch Rückwirkungen auf, sodass der Strom, der über die Wallbox in das Fahrzeug fließt, hohe Gleichstromanteile enthält. Ob hier nun der Typ A eingesetzt werden kann oder der Typ AEV eingesetzt werden muss oder möglicherweise sogar ein Typ B eingesetzt werden muss, hängt von der Wallbox ab. Es gibt durchaus Wallboxen, die eine sogenannte Gleichstromfehlererkennung enthalten und hinter einer Typ A RCD betrieben werden dürfen. Diese muss zwar zusätzlich gesetzt werden, da der Stromkreis für die Wallbox separat ausgeführt werden muss. Allerdings ist, wie wir ja gesehen haben, der Typ A deutlich günstiger als zum Beispiel der Typ B. Sollte es sich bei der Wallbox um einen sehr einfachen Typen handeln, der nicht hinter einer Typ A RCD betrieben werden kann, so ist zu prüfen, ob denn der Typ AEV in Frage kommt, denn der ist immer noch sehr viel günstiger als etwa eine Typ B. Vor der Anschaffung einer Wallbox sollte also gründlich geprüft werden, ob diese hinter einer Typ A RCD, einer Typ AEV RCD oder einer Typ B RCD betrieben werden muss. Schafft man ein preiswertes Gerät an, das unbedingt hinter einer Typ B RCD betrieben werden muss, so wird es insgesamt erheblich teurer, als wenn eine Wallbox angeschafft wird, die auch hinter einer Typ A RCD betrieben werden kann. Auch hier nochmal der Hinweis darauf, dass Wallboxen grundsätzlich über eigene Stromkreise verfügen müssen und nicht in andere Stromkreise integriert werden dürfen. Das gilt übrigens nicht für die Ladekabel, die manchen PKWs beigelegt werden. Die sind durchaus geeignet, um an vorhandenen Stromkreisen betrieben zu werden. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass diese Stromkreise permanent belastet werden und dass der Ladevorgang über solche Ladekabel häufig sehr lange dauert, sodass diese in der Regel nur für Hybridfahrzeuge, aber nicht für reine Elektrofahrzeuge geeignet sind. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen vernünftigen Überblick über die verschiedenen RCD-Typen geben, deren Einsatzgebiete und deren Differenzierung beim Einsatz von Wallboxen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so geben Sie mir doch bitte einen Daumen hoch und abonnieren meinen Kanal. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.